Stärke. Geschicklichkeit. Die Alten haben sogar mehr, oder? Ja. Ne, haben sie nicht. Die haben mehr. Können weg. Weg damit, mit der Kacke. Regeneriert ein Leben pro Sekunde. So wirst du in die Kiste. Ach, hier ist die Kiste. Das ist mein ganzen Kack da rein. So, schön. So. So, ich habe alles entzaubert und vertickert. Ich könnte eigentlich mal schnell rappen gehen. Rappen? Rappen? Rapp. 42 Geschicklichkeit, natürlich geil. Ja. Ja. Kann man machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ah. Schön. Glaube ich jetzt auch hier so. Alles verkloppen. Alles weg. Richtig. Richtig. Weg. Alles weg? 2 bis 4 Schaden, der magische Ring. Oder ein Leben pro Treffpunkt. Ganz cool. Ich das Leben pro Treffpunkt habe ich behalten. Ich rüste mich ja auch mal gut aus. Ich habe mir gerade eine Halskette gekauft. Ein Halskettchen, ja. Ah, es ist fraglich. Ich könnte jetzt hier plus 17 Geschicklichkeit dazu bekommen. Und Gegner gewähren 5% Erfahrung, also 5 plus 5 Erfahrung. Oder das andere hat 20 Stärke, 13 Geschicklichkeit. Ja, das ist ja viel besser. Moa! Viel besser. Klappen wir jetzt auch noch weg. Also viel muss ich da jetzt auch nicht mehr reparieren, glaube ich, ne? Nö. So, alle Gegenstände reparieren. War gemacht. Wollen wir mit Tyrael mal sprechen jetzt hier? Mit Tyrael. Der alten Säge? Na klar. Bevor ich sie getötet habe, hat mir Magda gesagt, dass die kaiserliche Wache Lea gefangen genommen hat. Aber beim Außenposten von Kasim hat sich doch herausgestellt, dass die Wachen Belials Schlangendämonen sind. Dann müssen sie den Kaiser gegen seinen Willen festhalten. Ich erschauere, wenn ich daran denke, was Belial mit Lea und ihrer wachsenden Macht anstellen könnte. Unsere einzige Chance, Lea zu retten, ist es, den Kaiser, den Klauen der kaiserlichen Wache zu entreißen. Ashara von den Eisenwölfen kann uns zum Kaiser bringen. Ich werde mit ihr sprechen. Die Ashara schon wieder. Ashara, ja. Wo ist man da oben wieder hin zu Ashara? Runter müssen wir in Chichi. Bazar sprech, von Kaldeum. Sprecht mit Ashara an den Toren von Kaldeum, ja. Guck mal, wie hässlich bist du eigentlich? Guck mal, wie cool ich aussehe. Ich bin voll der Hengst. Hallo. Ashara, der Kaiser und meine Freundin sind in ernster Gefahr. Ich muss in den Palast gelangen. Ich habe von euren Taten am Außenposten von Kasim und in Alkanus gehört. Mein Dank gehört euch und ich werde euch helfen. Hauptmann Ravan, dieser Mann hat äußerst wichtige Informationen bezüglich des Massakers in den Grenzgebieten. Wir müssen unbedingt den Kaiser sprechen. Na schön, aber ich glaube nicht, dass er dafür empfänglich sein wird. Lasst sie passieren. Der Kaiser. Okay. Dankeschön. Ist aber nett von euch. Sehr lieb. Aber der Kaiser ist auch der böse Dämon. Belial, ne? Annehmen. Aber wir müssen uns ja erst durch sein. Oder ist das hier schon der Fight direkt? Nee. Um eine Audienz bei mir zu bitten. Ja? Meine Wachen berichten mir, dass ihr für das Massaker an den unschuldigen Bürgern von Alkanus verantwortlich seid. Glaubt diesen Lügen nicht. Was in Alkanus geschehen ist,
war das Werk der Diener von Belial, von Magda und ihrem Zirkel. Wenn ihr unschuldig seid, warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Bringt sie herein! Lasst mich los! Ich verabscheue Gewalt. Die doofe Lea. Ich überlasse dieses Problem genau. euch. Na schön. Ja, ist ja kein Problem. Immer drauf. Druff. Verpeilt und verstrahlt. Alle verballert. Druff. Bananani, Pulp, Bananani. Bist du auch schon 3 Tage wach? Ja. 5. Wir sollten von hier weg, bevor noch mehr Wachen kommen. Nein. Ich muss erstmal meinen Zauber hier wieder wechseln. Der ist scheiße. Das war doch noch nicht der Endfight, ne? Nee. Flieht! Ich gebe euch Rückendeckung. Das war nett Danke. Von ihr. So müssen wir wieder raus. Was? Ich werde alles erklären, wenn wir angekommen sind. Wir müssen wieder raus. Anscheinend. Jetzt kann ich Blitzstrahlen machen. Ja, Blitzstrahlen los. Blitzstrahlen. Aber ich glaube, die sind voll scheiße. Keine Ahnung. Machen die Kettenreaktion? Ja. Nee, weiß ich nicht. Was machen die denn? Ihr wirkt ein Kettenblitz, der bis zu 3 Gegnern einen Stromschlag versetzt. Okay, doch. Also schön. Diese Dämonen versperren uns den Weg. Hui. Wir müssen das Konstrukt, das sie beschwört, zerstören. Ja, zerstören wir das Konstrukt. Schnell rauf da. So. Auf das glaubwürdige Konstrukt. Glühwürmchen los. Klopf, klopf, klopf. Klopf, klopf, klopf. Wer ist denn da? Herein. Hallo. Wollt ihr Rose kaufen? Das kenne ich, wie sie fühlen. Böse Konstrukt hier. Das war's doch schon mit dem Konstrukt. Blitz, 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 blitz. Mach so ein voll lahm, ey. Der macht gar keinen Damage. So war es das jetzt schon? Anscheinend. Das war ja nicht so. Oh ne, da kommen noch ein paar. Da sind noch ein paar. Störenfriede. Ich denke, wir sind hier eher die Störenfriede. Ich denke auch. Bam, bam. Muss es einen Weg in die Kanalisation geben? Genau. Wo ist die Frage? Ich bin noch nicht so weit. Alter. Hier geht es in die Kanalisation. Wo sind denn noch welche? Ich habe einen Massaker angerichtet. Ah, da geht's rein. Reingehüpft. Riecht sie lecker. Ich habe Adria gefunden. Sie lebt. Aber die kaiserliche Wache hält sie irgendwo hier unten gefangen. Mhm. Wir werden sie finden. In noch einem Gulli steckt sie drinnen. Wir haben schon wieder ein neues Wissen. Ah, cool. Die Verfluchten entstanden, als ich vor Jahrhunderten... Magda hat die Wahrheit gesagt. Meine Mutter lebt. Okay. Irgendwie wusste ich. Wissen wurde weggeklickt. Aber ihr habt sie nie gekannt. Seid vorsichtig, Lea. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie erscheinen. Genau. Ich hab da wirklich die Ahnung. Ja. Du gehst ja auch durchgehend in deinem schlauen Buch. Da sollte man sowas wissen als mächtiger Zauberer, ne? Mhm. Als Harry Potter, Papa. Ja, ich will nämlich auch irgendwann mal wie ein großer Harry Potter werden. Wir haben wieder ein neues Wissen. Schon wieder, schön. Die Wüsten Kejistans sind majestätisch, ausgedehnt und voller stechender Insektenschwärme. Sie erscheinen vielleicht wie kleine Ärgernisse, doch diese Plagegeister verbreiten zahlreiche Seuchen. Eins davon war einst in meinem Stiefel gefangen und mein Fuß schwoll auf die Größe einer Melone an, bevor die Infektion abklang. Was für furchtbare Kreaturen. Auf jeden Fall. Haben bestimmt nur furchtbare Schmerzen, die er da gehabt hat. Ja. Jo, wir können entweder gehen wir nach oben oder nach rechts. Aber wir gehen nach rechts. Ja, solange der Pimmel nicht anschwillt wie eine Melone.
Ja. Ist ja noch alles in Ordnung. Das stimmt natürlich. Wird auch merkwürdig aussehen. Ja. Aber bei dir macht das doch gar keinen Unterschied, oder? Nee. Sieht immer so aus. Sieht immer aus wie Bernie. Wie Bernie, die alte Melone. Ja. Kugelrund. Ey, was ist das hier? Stechender Schwarm, verfilzt dich. So, kurz meine Glocke raufgekloppt. Glocken. Ich will Glocken sehen. Ach, hier sind wir. Ah, okay. Kennst du schon, ne? Ja, hier war ich schon mal. So. Oh, eine schöne Leiche hier. Ugh, die mieft. Eine miefige Leiche. Eine ganz, ganz miefige. Stinkt nach alter Verwesung. Nach Eiter und Verwesung. Boah. Widerwärtig ist das. Mhm. Das war wohl doch oben lang, hm? Adria sollte hier sein. Ach, hier geht's lang. Okay. In die Elendsgrube. Wieder rauskrabbeln. Adrias Gefängnis. Okay. Ui, die Arme. Erzähl uns vom schwarzen Seelenstein. Nein. Wir wissen von den Drachen, mit denen die Horadrim die großen Übel gefangen hatten. Was ist der Zweck von diesem? Euer Meister Belial hat einen Grund, ihn zu fürchten. Lasst sie in Ruhe. Genau. Ergreift sie. Bam, bam. Bam, bam, Doppelschlag. Yeah, yeah. Bam, bam, Doppelschlag. Alter, verzieh dich. Ach, der ist hier immer noch am Start. Jetzt nicht mehr. Weggekloppt. Weggehauen. Lea. Ja. Meine Tochter. Ja. Ihr kennt mich? Mein Lieb. Ich habe dich dein ganzes Leben lang beobachtet, aber ich habe nie gewagt, dir zu nahe zu kommen, um dich nicht in Gefahr zu bringen. Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Das stimmt natürlich. Hab dir einen schönen Dings gegeben. Einen schönen Gürtel. Ein Jürgel, ne? Der Jürgen-Gürtel. Bist du mal schon wieder zu Hause? Hm? Na, Krümelchen. Ach, bist du schon wieder nach Hause gegangen? Ja. Wo bist du? Ich komme jetzt auch. Hallo. Hallo. Hi, Gracie. Na, oh, ich habe einen dicken magischen Stab gekriegt. Das ist schön. Zweihand magischer Stab. Zweihand auch noch? Ja. Willst du den haben? Der ist für... Irgendjemand schreibt mir komische Nachrichten. Ja. Ich bin überrascht, dass Kane dir nie gesagt hat, warum ich gegangen bin. Ich war das. Er wusste, dass ich berufen war, die Herrscher der Hölle zu bekämpfen. Und ich wusste, dass er dich beschützen würde. Er ist von uns gegangen. Ich liebe dich auch. Dann hat uns das Schicksal wieder vereint. Kanes Werk, dein Werk, ist mein Krieg. Laut den horadrischen Texten verbleiben nur noch zwei Übel. Belial ist hier in Caldeum und Asmodan hat sich noch nicht gezeigt. Drei und ein Gestank. Ja, aber der Krieg geht in der nächsten Aufnahme weiter. Ja, das würde ich aber auch sagen. Ist auch schon ganz schön spät. Ja, schon hier. Viertel nach zwei, das geht ja. Viertel nach zwei, das geht noch, ne? Das geht ja wirklich. Aber ich bin schon echt müde. Ganz dolle. Ja, machen, ne? Der Agri ist müde. So, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Jo, haut rein. Und viel Spaß beim Zocken. Tschüss. Oh, tschüss.